Willkommen bei Lohnunternehmen Harte. Hä, da stimmt doch was nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2015. Ich bin der Falk 134 und mit dabei haben wir wieder einige Leute hier. Wen Hallo. Haben wir denn da? Ich bin Stefan. Servus. Ich bin Finn. André. Moin. Marcel. Felix. Jo. So, was ist? Könnt losfahren. Ja. Ey, Stefan, du musst hier bleiben, ne? Ja, ich fahre noch zum Silo rein, da noch. Gleich wieder da. Du bekommst 59.000 Liter rein, oder? Ich? Bin. Ja. Ja. Eigentlich hatten wir ja schon so oft jetzt. Dann kriegst du das hier. Als allererstes frohes Neujahr an euch alle da draußen. Falsches Feld. Scheiße. 27. Und ja, da hätten wir auch da auf die Koppel rauffahren können, dann hätten wir von da anfangen können zu wechseln. Ja, ich fahr jetzt einfach mal geradeaus. Ich kann natürlich nur hoffen, dass ich meine, wir haben jetzt schon Mais gehäckselt, schon öfters mal, noch im letzten Jahr. Das war letzte Woche und ich kann nur sagen, dass eventuell ich häcksel ja. Aber jetzt einmal das war halt jetzt heute nochmal, dass wir heute eben halt nochmal wieder Mais häckseln für euch, was ja allerdings bestimmt nichts ausmacht. Und ja, mittlerweile habe ich auch schon, hol dir mal kurz den Teleskop, da gesagt, hier stehen, da wir das Let's Play heute erst mal mit meinem Lenkrad machen. Und ja, man sieht es hier, ne? Also mit der Lenkung. Okay. Halt, was mit der zwei Vorderräder los? Jetzt? Die bewegen sich. Oh, Finn, es sieht aber gefährlich aus. Helf dir mal. Andere Seite dann, ne? Die nächsten können auch schon nachrücken bei mir. Wo fährt das alles hin? EGA bringen die das. Jemand schon auf dem Silo? Nein. Und ihr leckt das. Immer noch? Jetzt nicht mehr. Komm, Stefan, stell den wieder weg. Und? Ja. Jetzt ist Willi gerade gekommen. Jetzt ist zu spät. Was sagt man dazu? Es läuft mit dem Lenkrad sehr gut. 90. Man kann aber auch wirklich auch nur empfehlen, ein Lenkrad zu kaufen. Oh, jetzt bin ich auf 90. Das ist eine totale Umstellung. Ist viel. Wie fahren wir, rechts oder links? Rechts oder? Dazu kann man nur eins sagen.
Eieiei, der Falk muss unbedingt wieder sauber machen. Sieht ein bisschen gefährlich aus, wenn der Falk fährt. Ich habe immer Bleifuß, daran liegt das. Wenn der Falk Bleifuß hat, dann ist das immer so komisch. Ja, da kommen sie jetzt direkt in meine Richtung, um den Platz machen. Ich komme gleich zu dir. Hey, komm mal jetzt. Wo ich den noch einparken? Wo kommt es hin, zur BGA, Falk? Jo. Ja. Gut, ab zu mir, Gott, noch los. Nimm, dass du dich schnell voll, dann packe ich schneller schnell ein. Nein, ich weiß nicht mal, wo der Radlader steht. Hier beim Häckseltransport ist gut. Ach, du das einfach. Bring ihn dir hierher, du. Ja, fahrst du her gleich mal. Das Einzige, was ich jetzt ja wie gesagt nur anschließen muss, ist auf jeden Fall das, den Joystick. Den muss ich wieder anschließen und neu ich anstellen. Ich auch, dann steige ich jetzt ein. Und beim nächsten Mal werden wir auch wieder drin, was okay. mit Holz machen. Da könnt ihr auch wieder alle zuschauen, wenn ihr wollt. Und wir werden Videos auch, hoch. Auch mittlerweile... ich habe nämlich noch keinen Namen von unserem YouTube-Channel. Ich auch noch nicht. Ich werde auf jeden Fall auch jetzt mittlerweile Livestream machen. Ab morgen soll das losgehen, da könnt ihr auch zuschauen. Ich veröffentliche den Link dann bei unserem YouTube-Kanal. Da könnt ihr dann auf jeden Fall mit zuschauen, wenn ihr wollt. Ja, den kann ich euch nachher schicken, den Link. Ja, mal gucken, wie das dieses Jahr so wird hier mit LS15 noch. Und ja, mit euch da draußen natürlich. Immer fleißig weiter abonnieren und auch neues Silo oder das Angefangene? Angefangene. Immer dran bleiben am Ball und immer zugucken, wie wir arbeiten. Ich habe jetzt ein Problem, Falk. Ich muss leider auf jetzt. Ey, du bist der Häcksler-Fahrer, ne? Voll. Du fährst Häcksler, richtig? Ja. Ah. Kann schnell umdisponieren. Ja, dann disponieren wir um. Du fährst Häcksler oder der, wo Häcksler fahren mag, fährt Häcksler. André oder Dings fährt Häcksler, einer von den fährt Häcksler und ihr habt zwei Abfahrer. Ich glaube, das reicht. Billig fährst du Häcksler, weil die anderen haben auch große Hänger. Sonst komme ich noch zum Abfahren dazu. Ich fahre gleich weiter, Häcksler. Was für einen Anhänger hast du? Ich? Ja. Der kleine Fliegel. Er jumpt über mich rüber. Was? Da. Den Bandit. Ich hab den Fliegel. So, André hat den Fliegel. Also, ich muss jetzt essen. Ja, okay, tschüss. Ja. Ist ja eigentlich. Lass André mal Häcksler fahren. André hat den kleineren Hänger. Ja, sowas ist natürlich, Soll ich jetzt Häcksler fahren? Ja, durch den kleineren Hänger. Was soll ich dazu sagen? Ja, so ist es eben halt, ne? Wir haben hier eben jüngere Leute und manchmal ist es wenn halt das nicht so, ausreichend mit den Abfahren, dann komme ich gleich noch dazu. Dann müssen sie halt kurzfristig... Oh. Ich bin jetzt schon drin im Häcksler. Ja, okay, dann fahr's. Ich fährst bald. Wann fährst du gerade zu mir weiter? Ein Stück. Nein. Voll bist du? 31 Liter. Wer kriegt? 23. Komm schneller. André, nimm doch meine Mulde. Nur nimm noch meinen Schlepper mit der Mulde. Ja, ich nehm Fliegen. Außenansicht fahren, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr sehen vom Häcksler. Blöd ist, dass man dieses Gas nicht regulieren kann, das Pedal. Ja. Gibt Gas und er fährt sofort los. Das ist mein Reden gewesen. Und das habe ich mir schon so ungefähr gedacht bei diesem Lenkrad, ja.
besser, wenn man das so ein Regler drin hat. Stell doch auf 10 Stundenkilometer ein. Was? Stell doch auf 10 Stundenkilometer. Oh, geht. Das geht aber so. Ja, sofort. Ich muss hier noch. Ich hab grad keine Zeit, Eltern. Was ist eigentlich mit Max Loh los? Er ist nicht da. Schuss. Macht der denn bei uns auf dem Server? Er ist die ganze Seite schon online seit 3-4 Stunden. Hast du mir den Rest noch ein? So, wie willst du denn jetzt fahren? Wie viel Prozent hast du noch? Ich bin 80 erst. 40 sogar. Ich weiß, das dauert noch ein bisschen. Ich sag dir dann Bescheid. Ist bei dem Ding noch was Schlechtes drin oder nicht? Was Schlechtes. Das heißt, man hat ein Gasgitter, das wirklich reguliert ist. Das ist nicht reguliert. Ob in dem Silo sind was Schimmeliges drin ist oder nicht? Ja, alles super. Toll. Theoretisch gesehen könntest du dir da schon mal wieder noch einen Trailer hinstellen und den auch schon mal voll machen. Fall. Ja. Da muss ich die nur mit der Dolly-Achse ankuppeln. Wie viel Geld kriegen wir wieder verkaufen? Wie bitte was? Wie viel Geld kriegen wir für den Häcksler? Genügend. Etwas so. Über 100.000. Aber wir haben noch genügend Geld. Ich glaube sogar zu einer 150.000 oder so. Ich weiß warum. Weil den Krone hätte ich gerne, weil mit dem bin ich verkehrssicherer. Und ich fahre auch in der Realität mit rundum Leute mit allen. Bloß bei denen hier geht das alles nicht. Deswegen wollte ich dich fragen, ob wir den Krone holen könnten. Ich bin voll. Kannst dich schon mal wieder hier zur PGA beamen. Achso, wo wir jetzt alle fast zusammen sind. Alle nochmal ein frohes neues Jahr, ne? Danke, ebenso. Jo. Stefan. Wer ist da irgendwo auf dem Silo? Ich. Aber gleich wieder runter, wartet kurz. Jetzt hab ich nur noch. Gleich runter, runter. Immer noch, 7. Jetzt kommt er wieder hoch. Gibt gleich wieder einer aufs Silo. War die das von oben vom Hof da runter oder was? Ja, das Lacken von dem Silo, das müssen wir auch noch mal unbedingt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen helfen und mir sagen, was man machen könnte, dass man nicht mehr so ein Silo hat, wo es so lackt. Das ist ja unglaublich. Das nervt euch doch bestimmt selber auch beim Zugucken. Da müssen wir irgendetwas müssen wir da machen. Auf welches Feld soll es denn jetzt gleich gehen? Gleich voll.
Nein! Oh, Felix, stopp, 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 stopp. Felix, der Fall kommt gleich. Stefan, stell den Traktor mal wieder weg. Wie viel Geld haben wir denn noch? Genügend. Sag mal. Das war knapp. Sag ich nicht. Also 195.500 kriegen wir für den Häcksler und 22.500 für den Häcksler. Den verkaufen wir nicht. Weiß, was wir den behalten. Wie gesagt, ich würde wirklich wie in der Realität fahren, mit Rundenleuchte, mit allem, was dazugehört. Aber bei denen geht das ja hier nicht. Ja, irgendwie schade, dass er keine Rundumleuchte hat, ne? Ja, deswegen. Ich hab den selber gehabt, ich hab den gleich wieder rausgeschmissen. Weil ich den Häcksler überhaupt nicht mag. Im 13er funktionierte alles. Würdest du mir denn den Krone holen, Falk? Hab ich dir schon. Oh, danke. Wo kommt der hier nämlich gleich weg, wenn ich die wenn wir das Feld fertig haben oder die eine Reihe. Ja, wenn du mich voll hast, dann kannst du das machen. Ich muss schnell den anderen Häcksler. Welchem Feld seid ihr? 25. Fett Falk weg. Falk ist jetzt gerade da. Und Falk? Hat jetzt keinen mehr gesehen. Was kommst du zum zweiten Häcksler daher? Der Wechselhäcksler. Anderes ist kaputt. Läuft nur noch im ersten Gang und das ist echt. Oh. Voll der Schnellwert vergessen. Da müssen wir umdisponieren. Sollte es schon einschalten, das Schneidewerk, sonst wird das nichts. Ich hab's eingeschaltet gehabt, los, ich heb's an beim Umdrehen. Ja, ja, ist ja richtig. Hey Stefan, you must do it alone. Stefan muss gleich selber fahren. Jetzt essen gehen. Ja, bin gleich wieder da. Na gut, ich bringe den Häcksler gleich erstmal weg, ne? Frage, schafft ihr das alleine oder zu zweit und nicht abzufahren oder braucht ihr noch einen dritten? Also momentan läuft das gut zu zweit. Na gut, relativ. André hat eine kleine Mulde. Kann ich noch helfen mit so einer anderen kleinen Mulde? Oder dann reicht es nicht. Doch, du könntest auch hier runterkommen. Den Hänger. So, ich bin jetzt sowieso, glaube ich, voll. Passt schon so. Ja. Und ab morgen, wie gesagt, lasse ich kurz den Häcksler weg. Felix, da geht's weiter. Stelle ich das. Ja, ich bring kurz den Häcksler weg.
komm gleich wieder. Lass ich das einstellen. Dann stelle ich hier nur unten am Händler an. Machen. Da könnt ihr dann auch dabei sein und wie gesagt zugucken. Ich mit meinem Deutz und warum kommt der Track? Ich hab den Krone da. Noch mal ganz genau gucken. Es kann sein, dass wir morgen schon Livestream machen. 28. Es kann aber auch sein, dass ich es nicht schaffe. Morgen noch nicht schaffe, weil ich muss gucken, also, wie 20. Wegen die Einstellungen. Ich muss die Einstellungen mal durchgehen, weil mir wird immer ein schwarzes schwarzer Bildschirm angezeigt. Jetzt bin ich so einfach mal so knallhart gewesen und bin einfach rübergezogen. Das geht ja wohl gar nicht. André? Ja. Kann man vor dir voll machen? Was ist? Kann ich vor dir kurz mal voll machen oder magst du unbedingt? Mach. Hörst du Felix 10, oder? Hm? 10 km/h, oder? So, um und bei. Aber jetzt, weil Falk auf Silo ist, kann ich nicht vernünftig ansetzen. Mach ich immer hinter. Aber bei dir steht nur das S. Ja. Aber ein Spiel hat neu installiert. Joa, so ist das. Einmal geradeaus durch jetzt, oder? Nee, nee, einmal auch so rum. Na, das hätte ich auch mal gemacht jetzt so mittlerweile, ne? Man sieht die ganz schön. In Innenansicht vorne. Man sieht ganz schön. Und das ziemlich gut. Ganz schön Unterschied zwischen den 160er Case IH und den T8, den ich hier fahre. Ne? Das ist ein ganz schöner Größenunterschied. Oh, was sagt dein Anhänger? Mein Gerät sagt 65%. Zeigt es nur 80 an. Also in der nächste kann schon wieder herkommen. 90.
Jetzt werde ich hier einmal gerufen. Ja? Da kommt da nichts. Ich bin jetzt da. Mach weiter, dann bin ich voll vorne. Toll. Der André kommt genau falsch rum. Ich hätte sagen, jetzt brauchst du für einen Moment nicht weiterfahren. Oh, noch geht's. FPS liegen jetzt bei 6. Was ist los, André? Mir rutscht das Gaspedal. Komm mal her. Gleich voll. Was ist deine Runde? Fahrt noch nicht zu nah, noch nicht zu nah. Nein, weiter. Und stopp. Kannst ein bisschen näher kommen. Richtung Wechsler. Träger ist kaputt. Warum? Was ist? Die Lenkung ist kaputt. Du krachst davon in der nächsten Schläge. Dann kannst du stehen bleiben. Das wird da ein bisschen zu weit nach vorne. Scheiße, du bist zu begehrt. Balk, wie voll? Dauert noch ein bisschen. Wie voll? Das dauert noch, kann ich dir nicht genau sagen. Ich habe meine Anzeige aus. Rein. Sag dir dann schon Bescheid. Noch nicht mal 30%. Also wie gesagt, wenn ihr mal was irgendwie was habt und Ideen habt, woran das liegen kann oder was ich da ändern soll an dem Silos, sagt mir mal Bescheid, schreibt in die Kommentare, damit ich da mal irgendwas machen kann, weil das nervt ja nun wirklich, ne? Das ist ja. Man sieht ja auch selber, wie flüssig es jetzt läuft. Gerade in diesem Moment. Nachfolg mache ich einmal ganz kurz Pause. Ich muss mein Wagen. Oh, keine 2 Minuten. Ja.
Bleibt sie voll? Voll. Gut. Stefan. Ja, ich komm schon. Ich komm gleich wieder. Sonst mal los. Falk, was machst du da? Siehst du da? Zur Straße fahren. Was du sagst, wenn du fahren willst. Wieder da. Weiter. Oh, wer ist jetzt auch ein Silo? Falk. Wenn ich springen kann, kann ich gut ansetzen. Wie ich Eier. Ich kann momentan nicht weiter wechseln. Jetzt geht's wieder. So, ich denke mal, wir machen dann jetzt auch an dieser Stelle Schluss, weil wir haben jetzt schon viel Zeit verbracht miteinander. Deshalb würde ich einfach sagen, machen wir an dieser Stelle mal Schluss. Und wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, und ich verabschiede mich auch im Namen von Quinn und im Namen von Marcel. Genau. Weil die sind ja nicht da. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten LPT. Mal gucken, was wir denn machen. Auf jeden Fall was anderes, das kann ich euch versprechen. Gut. Dann sagen wir mal tschüss. Sehen. Eventuell sogar Kulle fahren. Ja. Gut. Alles klar. Tschüss. Tschüss.